Ja, heute ist Ostern, gell? Osterhase. Ja. Osterhase. In the dark we stand apart, we never see that the things we need. Ja, das ist deiner. Den darfst du holen. Osterhase. Ja. Kannst du nicht mehr laufen, Schatz? Ja. Ja. Rosebär. Oh, was hat der freut sich. Der freut sich? Ja. Freust du dich auch? Ja? Super. Guck mal, der hat dir eine Feuerwehr mitgebracht. Ja. Na super. Der Feuerwehr gekauft. Der Feuerwehr hat er dir mitgebracht. Der gekauft. Ja. Und durchgekommen. Oh, Feuerwehr. Hallo. Ja, sollen wir das mal aufmachen? Frohe Ostern, meine Lieben. Ihr seht mich jetzt noch nicht, weil ich wirklich furchtbar aussehe. Ich bin mega krank und ich habe mir noch nicht mal die Haare gekämmt. Unser Tag fängt jetzt erstmal damit an, dass Finn seine Medizin kriegt. Was war das hier? Bitte schön. Warte. Machst du's? Das kann er schon ganz gut alleine. Super, gut gemacht. Genau, und ich meine Medizin nehme, und zwar einmal ACC akut. Und da ich jetzt wohl anscheinend Asthma habe, seit einer Woche, muss ich das jetzt morgens und abends immer nehmen. Dazu erzähle ich euch nachher vielleicht noch ein bisschen mehr. Jetzt wird erstmal gefrühstückt. Ich habe einfach alles wieder hier auf den Tisch geschmissen, wie ich so gerne mache. Bei mir muss das echt nicht schön aussehen. Und ja, jetzt wird erstmal gefrühstückt. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt einigermaßen fertig gemacht. Deswegen traue ich mich, euch zu zeigen. Ja. Wir gehen jetzt gleich zur Oma von Finn, also zu Pattys Mama, wie letztes Jahr ich auch. Ich glaube auch einen Vlog gedreht an dem Tag. Genau. Ich habe meine Krankheit ein bisschen weggeschminkt, wobei meine Augenränder ja noch ziemlich übel sind. Aber mein Gott, so ist es halt. Ich habe gerade wirklich alles, ey. Ich bin erkältet, ich habe angeblich Asthma. Ich habe jetzt wirklich schon so viele Tabletten nehme ich reingeschmissen. Ich hoffe, da gibt es keine Wechselwirkungen irgendwie, dass die aufeinander reagieren, weil ich habe Schmerztabletten genommen, wegen meiner Periode. Der erste Tag ist sonst für mich immer unausstehlich. Dolomin. Dann so pflanzliches Antibiotikum. Das Asthma-Spray und ACC. Akut. Mir geht es gerade ganz okay. Luft kriege ich halt wenig, aber daran habe ich mich jetzt gewöhnt. Langsam habe ich ja schon seit einer Woche. Und ja, vielleicht erzähle ich euch noch, was da alles war. Ich war nämlich letzte Woche dreimal beim Arzt, weil ich dachte, ich ersticke. Und ich erzähle es euch vielleicht im Auto, mal schauen, ob ich da Zeit habe und ob es mir nicht so unangenehm von Patty ist. Weil es kommt immer so blöd. Jetzt sind wir jetzt im Auto, wir fahren jetzt eine halbe Stunde. Und deswegen habe ich auch Zeit, euch zu erklären, was so die letzte Woche alles passiert ist. Und zwar habe ich schon immer seit der Schwangerschaft eigentlich mit Finn so Atemnot. Und zwar aber eigentlich immer nur abends. Und habe mir dabei nichts gedacht. Das ist ja oft so, dass man einfach in der Schwangerschaft kurzatmiger wird. Und davor, bevor ich schwanger war, kam es auch öfter mal vor, dass ich nachts wirklich aufgewacht bin, weil ich keine Luft bekam. Aber das war dann auf jeden Fall wegen dem Rauch. Nachdem Finn aber auf der Welt war, hat es immer noch nicht aufgehört mit dieser Atemnot. Und da habe ich es dann halt aufs Übergewicht geschoben und keine Ahnung. Aber meine Schwester hat jetzt aufgehört, auch mit dem Rauchen, und meine Freundin. Und ich habe gefragt, ob die jetzt wieder richtig atmen können, und die ja total gut und befreit, und aber ich eben nicht. Also bin ich mal zum Arzt gegangen. Ja, Schatz, das war freitags, und meine Hausärztin, ich habe ihr eben das geschildert, wie das alles war, was ich übrigens schon mal hatte. Also vor einem Jahr habe ich das auch schon mal gesagt, dann waren wir beim Kardiologen und da war alles in Ordnung, und dann habe ich mich verarscht gefühlt und bin doch nicht mehr hin und habe gedacht, vielleicht bilde ich es mir doch nur ein. Wahrscheinlich darfst du Eier suchen. Ja, von der Osterhase. Ja, wo war ich? Genau, dass ich da vor einem Jahr schon mal war. Und dann war ich den letzten Freitag jetzt halt nochmal, weil es da wirklich abends wieder so schlimm war, dass ich dachte, ich erstick gleich. Also so wirklich mit Herzrasen und total aufregen und keine Ahnung, so wirklich Todesangst gehabt. Bin dann aber raus an die frische Luft, einfach weil bei uns im Wohnzimmer sind ja so Terrassentüren, da kommen wir sofort an die frische Luft. Und dann ging es wieder, habe halt versucht, mich zu beruhigen, weil das Schlimmste in so einer Situation ist auch noch durchdrehen. Dann hyperventiliert man und kriegt noch weniger Luft. Auf jeden Fall wollte ich deswegen da mal nachschauen, weil das hat mir schon Sorge gemacht.
Und das Problem war, dass es dann auch tagsüber immer war. Normal war es immer nur nachts. War ich bei der Ärztin und die meinte halt beim Abhören, dass man nichts hört und dass man bei einer Lungenentzündung oder so zum Beispiel was hören müsste. Und meinte dann, dass ich mir das vielleicht nur einbilde, also dass ich psychischen Stress habe und der Körper zeigt es dann ja auch physisch. Und hat mir nur Beruhigungstropfen gegeben. Und dann einen Tag später, also ich habe dann halt auch gedacht, ja okay, vielleicht ist halt so, man weiß ja nie, wie empfindlich man ist. Und einen Tag später war es dann nachts aber wirklich auch wieder so übelst extrem, dass ich dann ins Krankenhaus halt wollte, zum Notfallarzt, dann am Tag, weil ich einfach dachte, nee, das muss auf jeden Fall was sein, das kann nicht eingebildet sein, so extrem. Und der Notfallarzt konnte aber in dem Sinn auch nicht viel machen, der hat mich auch abgehört und hat nichts gehört. Ja, später. Und hat mir dann halt so ein Notfallspray gegeben, dass ich wenigstens keine Angst mehr haben muss, dass ich ersticke, weil ja, wir wohnen ja in diesem komischen Kaff, ist zwar echt ziemlich nah dran, aber trotzdem hat man nur 3 Minuten zu überleben ohne Sauerstoff. Und wenn man sich das noch in dem Moment denkt, während man fast erstickt, dann ist das nicht so schön. Ich hoffe, man sieht mich gut. Ja. Gut, dann konnte der nicht mehr machen. Eine Überweisung zum Lungenarzt habe ich von der Ärztin, von meiner Hausärztin damals trotzdem noch bekommen, dass man einfach mal abklärt, ob da vielleicht doch was ist, was sie übersieht oder so, dass man nochmal drüber schaut. Und haben dann gleich einen Termin gemacht, weil es ja dann so akut war, dass ich dann gleich am Montag wirklich zum Lungenarzt durfte. Und die hat dann einen Allergietest mit mir gemacht. Gegen Hausstaub und gegen die ganzen Bäume und Gräser und was eben gerade so rumgeht. Und ich war gegen fast alles allergisch. Ich kann euch da mal das Bild vielleicht einblenden. Das sieht man da auch schon ganz gut drauf, was alles angeschwollen ist. Gegen das bin ich allergisch. Und die meinte dann eben, ja, dass es wahrscheinlich allergisches Asthma ist. Und dann hat die mir noch so einen anderen Inhalator gegeben. Und den muss ich jetzt morgens und abends übernehmen. Auch wenn ich keine Probleme habe. Wobei ich sagen muss, ich habe ja die ganze Zeit jetzt schon durchgehend Probleme. Also es gab eigentlich jetzt keinen Zeitpunkt, wo ich wirklich gut Luft bekam. Aber ich bin am Überlegen, ob das vielleicht an dieser Erkältung liegt. Weil es fühlt sich in meiner Lunge so an, als hätte ich da Schleim. Und wenn ich huste, dann kommt halt nichts. Normal hustet man dann und dann kriegt man wieder normal Luft. Und so fühlt sich das an und da hat auch kein Schleimlöser oder irgendwas geholfen. Genau. Vielleicht habe ich ja so ein Asthma, aber durch die Krankheit, die ich jetzt gerade noch bekommen habe, halt die Erkältung, ist es halt extremer. Weil, also gerade zum Beispiel geht's. Ich habe jetzt halt immer das Notfallspray dabei. Also auf jeden Fall habe ich diese Probleme gerade alle. Und jetzt die Erkältung, jetzt auch noch meine Scheißtage. Und deswegen ist dieser Ostersonntag schon was ganz Besonderes für mich. Ein bisschen unangenehm. Aber Medikamente wirken jetzt alle und ich kriege Luft, das ist schon mal wichtig und gut. Und von sowas lässt man sich natürlich nicht aufhalten, da feiert man trotzdem Ostern. Und jetzt werde ich wahrscheinlich dann erst wieder filmen, wenn der Finn seine Eier und so sucht. Letztes Jahr hat es ja noch nicht richtig kapiert. Aber dieses Jahr denke ich schon, weil heute, wo er schon aufgestanden ist, ich weiß nicht, ob ich es noch drauf bekommen habe oder ob es da schon zu spät war, hat er gleich sein Osterhase gesehen und hat sich gleich gefreut und gegrinst. Das war richtig niedlich, hat dann gleich kapiert, was los ist. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, das seht ihr dann. Schau mal, was da mit dir ist. Build it up with sticks and stones, my fair lady.
ganz doll machen. Hey, nicht zu schreien, Schatzi. Oh, je, je, je. Okay. Wir müssen crashen. Der Quack. Finny ist halt nicht so gut drauf. Der Quack mit dem Crash. Normal, geht's rein. Da rein. Ich will nicht ein Brot essen. Meine Mietzekatze mal kurz raus. Chico, da musst du aber hier hin. Ah, da fehlt halt wieder so eine Fusselmatte raus. So, tschüss. So, Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ja, ich konnte jetzt nicht so viel filmen. Genau, ich habe jetzt eigentlich nicht mehr wirklich was zu erzählen. Ich werde jetzt noch ein bisschen am Laptop chillen oder vielleicht spielen ich und Patty Seven Days to Die. Das sehen wir dann noch. Und ich habe den ganzen Tag mein Asthma-Spray nicht gebraucht. Wuhu, es wird endlich besser. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr lieber solche Vlogs habt, wo man einfach immer so ein paar Ausschnitte sieht oder mehr, wo ich irgendwie euch was erzähle. Würde mich interessieren. Oder generell mögt ihr mehr so Videos vom Alltag oder von besonderen Tagen oder von Urlauben. Das würde mich mal interessieren. Also sagt es mir gerne in den Kommentaren. Würde ich mich echt mega drüber freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag, Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao.